Gut, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier echt Minuten, sage ich schon, stundenlang gesucht nach diesem verdammten Schlüsselloch, weil ich es halt echt nicht gesehen habe. Denn ich bin hier, Moment, ich gehe mal ganz kurz. Ich bin, als wir da von unten oben runtergerutscht kamen, sind wir hier direkt hingesprungen und bin hier wieder direkt links rausgerannt. Ja, und rechts wäre das Schlüsselloch gewesen. Naja, gut. Egal. Wir haben es gefunden. Alles ist gut. Ich habe es jetzt rausgeschnitten, weil ich wollte euch das echt ersparen, dass ich hier stundenlang einfach im Kreis renne und nach irgendwelchen Räumen suche. Oh Gottes Willen. Ich bin so glücklich. Okay. So. Diese Klappe ist wahrscheinlich gerade da aufgegangen. Würde ich behaupten. Hoffentlich überlebt den Sprung hier. Das war ziemlich knapp. Aber sieht gut aus. Oh, meine Güte. Bin ich happy. Das ist ja unfassbar. Oh Gott. Aber was lernen wir daraus? Immer schön in alle Richtungen umschauen, bevor man den Raum verlässt. Sonst kann man nämlich danach 300 Jahre danach suchen. So, und das war nicht der richtige. Dammit. Ich weiß echt nicht, welche Treppe sich gerade geöffnet hat. Also, welche Treppe sich die Klappe geöffnet hat. Bitte, Spiel, lass mich jetzt nicht wieder stundenlang nach irgendwas suchen. Also, da geht's. Ich gehe einfach mal den Weg nach oben. Kann ja nicht schaden. Ich meine, es muss ja einen Sinn haben, dass die Leitern hier sind. Hoffentlich. Ich höre schon mal ein Messer, das ist doch schon mal anfangen. Ach so, das. War das nicht die Leiter, wo wir gerade eben. Was ist gerade eben? Wo wir. Nee, das ist hier geendet eigentlich. Oder ist das von unten gewesen? Nee. Hier waren die nicht? Wo waren denn die Messer? Bin ich doof? Wo sind die Messer gewesen? Ah, da ist der Eingang. Alles klar. Da ist der Eingang. Nur, wie komme ich da hin? Oder ist es eher ein Ausgang? Nee, es ist ein Eingang. Es ist ein Eingang. Hier geht's lang. Alles klar. Das ist hoffentlich dieser Raum hier. Aber ich höre hier ein Messer und da vorne nicht. Also wird es wahrscheinlich hier richtig sein. So. Sicherheit. Immer schön speichern. Naja, gut, egal. Ich bin richtig gelandet, das ist gut. Mal kurz gucken, ob da was drauf liegt. Nee, gut, dann werden wir den Raum einmal verlassen. Hoffentlich lebend. Wo ist das Messer? Danke, Kamera, dass du mir so viel zeigst. Ich hab dich auch lieb. Ah, das ist das Messer, okay. Achso, okay, alles klar, ich verstehe. Glaube ich. Gut. Dann nochmal kurz speichern. Und dann versuchen wir gleich im richtigen Moment abzuspringen. Denn durchklettern kann man vergessen. Nach unten ist kein Problem, wenn man sich da fallen lassen kann. Aber nach oben wird nicht so lustig. Lara, möchtest du dich dran festhalten? Nein? Okay, das ist schade. Ich liebe es. Normalerweise sind die. Ach, Lara. Normalerweise haben die Leitern links noch ein bisschen mehr Fläche, als sie eigentlich haben. Also, die sind eigentlich da nicht mehr existent, sind aber irgendwie doch noch da. Eben, um genau hier wieder hochzukommen. Aber jetzt dachte sie sich so, nö. So, jetzt dürfte jetzt. Okay, hier kriegen wir keinen Schaden, alles klar.
sehr schön. Das hat ja super geklappt. Ich bin total impressed von allem. Hätte mir jemand sagen können, ich springen muss. Ich hasse alles. Ach man, hätte man diesen Weg hier noch nerviger machen können? Wahrscheinlich eher weniger. Lara, bitte geh da hoch. Lara, bitte halt dich da fest. Danke. So, wichtig, ganz nach rechts. Ansonsten ist nicht so mit richtig rutschen. Obwohl, nach ganz nach rechts ist auch nicht die beste Idee. So. Okay. Bitte, dass ich auch nicht auch noch ein Messer sein. Mein Gott, ich kann nicht reden. Oh. Hätte ich mir ja denken können. Was ist denn hinter mir? Ist irgendwie eine Plattform oder muss ich mich umdrehen, mich festhalten? Man weiß es nicht. Ich werde vermutlich sterben. Aber hey, scheiß drauf. Ja, ich habe richtig gehandelt. Ich habe zwar Schaden eingesteckt, aber ich musste echt mich in der Luft drehen. Boah, sind die böse. Wo geht's jetzt hin? Ich habe das Bedürfnis zu speichern. bitte, lasst mich in Ruhe. Wieso sind hier so viele Leitern? Egal, hier geht's rechts rein. Ich glaube, ich habe es überlebt. Nee, er geht nicht hoch. Das sah nur so aus. Schade. I did it. Oh Gottes Willen, ich hab's geschafft. Wie viel Leben habe ich noch? Oh ja, geht doch nur noch. Sehr schön. Und damit haben wir den Tempel des Xian abgeschlossen. Ja, der gute alte Marco hat sich da anscheinend gerade geopfert für Xian, denke ich mal. Und ja, wir sind natürlich direkt hinterher, denn der Dolch sollte natürlich in unseren Händen sein. Ja, benötigte Zeit für den Tempel des Xian. 1 Stunde 37 Minuten und 25 Sekunden. Ist das die höchste Zeit bis jetzt? Oder hatte ich das schon mal mehr? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es könnte sein, dass es die höchste Zeit ist. Nicht gerade verwunderlich. Nachdem, wie oft ich nach Sachen gesucht habe. Gefunden Geheimnisse, nur Silber. Was heißt nur, ne? Silber ist doch immer ganz nett. Besiegte Gegner 37, benötigte Munition 549, Treffer 448. Benötigte Medipacks 7,0. Ups. Und zurückgelegte Distanz 8,19 Kilometer. Alles klar, weiter geht's. Ui, und die, an die kann ich mich sogar erinnern. Das sind die fliegenden Inseln, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist sehr, sehr, sehr nah am Ende. Oder die schwimmen. Es tut mir leid. Die schwimmenden Inseln. Ich weiß zwar nicht, wo sie schwimmen, aber sie schwimmen, angeblich. Ja, man sieht auch hier, das Ganze ist ein bisschen sehr neongrün. Ich weiß bis heute nicht, was dieses Grüne darstellen soll. Ob das Moos sein soll oder
was auch immer, aber es ist doch sehr extrem Neon. Trotzdem finde ich irgendwie, dass es sehr, sehr cool aussieht. Deswegen, ne? Oh Gott, die Dinger da unten. Oh nein, da möchte ich absolut nicht hin. Das ist so diese typische Falle. Ja, man sieht da unten einen netten Herren in aus Stein. Die Steuerung hat sich gerade mal kurz geändert. Wieso habe ich jetzt einen Controller? Ich habe immer noch Tastatur und Maus. Also Maus sowieso nicht, weil Maus, ne? Aber Tastatur habe ich immer noch am Benutzen. Aber okay. Macht das Spiel, ist kein Problem. Ja, die Dinger da unten werden leider lebendig. Das habe ich... Oh. Ja, genau wie der Typ da oben. Genau so lebendig werden die. Und das ist nicht so nett. Ja, und wenn man die besiegt, explodieren die erstmal ein bisschen. Das ist auch nicht so nett. Aber die stecken eigentlich noch nicht so viel ein. Ich meine aber, dass die doch schon relativ gut Schaden verteilen, wenn man die nervt. Wieso habe ich die falschen Waffen wieder rausgerüstet? Was soll das? Achso, meine Automatik sind leer. Das hätte ich mir denken können. So, wunderbar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woraus diese Typen sind. Irgendein grünlicher Stein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das genau ist. Vielleicht sitzen jetzt hier welche vor und denken sich, boah, ist ja mega offensichtlich, das ist zu 100% das und das. Vielleicht aber auch nicht. Ich frage mich gerade nur eher, wie komme ich hier raus? So doch eher weniger. Gut, ich glaube, das überlebe ich nicht ganz. Aber eine Sache will ich kurz wissen. Ich weiß echt nicht mehr, wie man hier stirbt. Fällt man einfach auf Boden, also klatscht man einfach auf einen nicht existenten Boden auf oder fällt man einfach unendlich? Ah ja, man fällt einfach unendlich, alles klar. Also man fällt einfach ins Schwarze und verschwindet, es verschwindet dann einfach. Okay. Wollte ich nur kurz gesehen haben. Weil da hatte ich echt keine Ahnung mehr. Da liegt was. Und das möchte ich haben. Was auch immer es liegt da, also möchte ich es haben. Oh, hier ist ein Medipack. Wie habe ich das übersehen? Wie kann ich so etwas Kostbares wie ein Medipack übersehen? Ich Monster. Da vorne auf dem Dach liegt auch was. Aber da wir noch nicht aufs Dach kommen, werde ich es erstmal da liegen lassen. So, einmal kurz festhalten, bitte. Junge Dame, vielen Dank. Wunderbar, das hat ja super geklappt. Ich bin stolz auf dich, Lara. Dafür, dass es im Tempel nicht so gut lief mit uns beiden. Ich glaube, jetzt könnte es so langsam wieder was werden. Was haben wir denn hier? Mystische Plakette. Ah, guck mal, da ist auch ein Teil des Zeichens drauf. Oder vorne sind gleich drei von den Viechern. Das wäre ja auch lustig. Ich habe im letzten Moment noch Steuerung gedrückt, weil ich dann doch gesehen habe, das wird doch zu knapp. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Ach, es wird nur einer echt, oder was? Und der ist ein bisschen größer. Ups. Ich speichere mal kurz. Und dann werde ich mal kurz andere Waffen auswählen. Ich habe nämlich langsam keine Munition mehr. Aua. Junge, wie schnell bist du eigentlich? Als ob mir das echt nur noch dieser eine Schuss gefehlt hätte. Ich weine gleich. Gut, der macht doch schon nett Damage. Also, die Dinger sind gar nicht so stark gewesen gerade, aber doch schnell. Und deswegen machen die Türen natürlich schon Damage. Und davon ist gerade jemand rumgeflogen. Hinter dieser schwarzen Wand. Ich weiß nicht, was die schwarze Wand ist. Wieso sie sich durch den
durch diese Welt zieht. Wird noch jemand von euch erwachsen, sage ich schon? Echt? Hallo? Ich hoffe nicht. Okay, ich muss irgendwie auf das Dach kommen. Die Frage ist nur, wo kann ich laufen? Das ist ja irgendwie alles hier zu schief. Oh, das war ja auch sehr schlau. Naja, tschüss. Hä? Ach du, ja stimmt. Ich habe ja mitten im Kampf gespeichert. Oh, ich bin so schlau. Ja, ich lade noch mal. Ich hätte vielleicht dann auch noch mal speichern sollen. Aua. Arschloch. Jetzt noch einmal. Dann haben wir nämlich diesen schlimmen Punkt überspeichert. Ich weiß nicht, warum ich den gespeichert habe. Als ob ich da jetzt nicht drüber gekommen bin. Und jetzt fliege ich da 300 Meter drüber. Das ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Spiel, bitte lass nicht mein Lob von gerade eben direkt wieder zerstört werden. Weil ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn das möglich ist. Und versuche nochmal oben lang zu gehen. Ne, es ist nicht möglich, alles klar. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vielleicht komme ich hier links runter. Da ist zumindest was gewesen. Okay, da komme ich gleich, komme ich später runter. Da ist nämlich noch ein Tor. Aber das will sie noch nicht greifen. Ist hier in den Wänden noch irgendwie was? Ich wüsste auch gerne, wo ich genau bin. Ah, hier geht's runter. Ach, ist das denn ernst? Also ehrlich gesagt, ich bin verwirrt, wo ich bin. Ich meine, wir sind gerade eben durch ein Tor gelaufen und auf einmal sind wir hier im Nichts. Stimmt, ich wollte auf der anderen Seite runter. Ich war direkt wieder vergessen, was ich machen will. Sehr schön. Wunderbar. Was nun? Ist da ein Schalter? Da ist ein Schalter. Wunderbar. Das sieht so ein bisschen aus wie so... irgendwie grüner Wackelpudding oder so. Wenn ich jetzt gerade so das Ganze immer genau ansehe. Da ist kein Schalter, das ist nur aus wie ein Schalter. Es war einfach nur ein Betrug, da ist ein Schalter. Ich dachte, ich hatte gerade kurz schon wieder meinen Sinn im Leben verloren, aber dann fand ich ihn wieder. So wie der unnötigste Schalter der Welt, weil ich komme jetzt einfach nur hier wieder. Ein Schalter, um die Tür zu öffnen. Die direkt vor mir liegt, das ist immer so eine Sache. Da frage ich mich immer, warum geht die Tür nicht einfach so auf? So. Da komme ich hoch. Ich sollte speichern, denn dieser Sprung könnte ein bisschen problematisch werden. Spätestens hier hätte ich einfach gequittet. Ich hätte gedacht, ne, ich gehe hier nicht mehr weiter. Aber Lara so, ja, über irgendwelche fliegenden Inseln zu springen, ist voll mein Ding. Oh, das war natürlich auch sehr schlau. So, ich gehe dann. Ja, festhalten wäre eine Sache, die ich ganz bevorzugen würde. So, da oben ist ja nichts gewesen, deswegen gehe ich mir hier lang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür dieser andere Weg sein soll. Weil da ist ja nichts, aber gut. Ich lasse den Weg mal so existieren, wie er will.